Wir hatten ja diese Ehegebärde. Und jetzt tut ihr doch mal nur mit den Fingern ausbilden, dass ihr das Gefühl habt, ich kreuze nur die Hände hier. Und macht das mit gestreckten Armen. Und je nachdem, wie ihr euch gerade fühlt, macht das da in der Mitte oder wenn das zu schwer sich anfühlt, da unten oder wem es leicht fällt, über dem Kopf oder weiter oben. Danach lasst ein bisschen los. Ihr denkt wieder an euer großes Herz, aber ihr geht nicht hin. Und er kreuzt wieder. Und jetzt kreuzt er die Handgelenke. Und macht es wieder mit einigermaßen aber locker gestreckten Armen. Aber jetzt ist schon ein bisschen näher. Und dann lasst er wieder los, denkt an euer großes Herz, wo ihr wisst, das ist zu Hause hier. Und dann kreuzt er die Unterarme. Auch wieder mit locker gestreckten Armen. Und ihr spürt, wie die aufeinander liegen. Und dann macht er wieder auf. Und jetzt müsst ihr schauen, dass er euch nicht wehtut. Da hilft jetzt gleich die Fantasie. Wenn es gut geht, dann legt er die Ellenbogen aufeinander, da zieht es ein bisschen und sonst bleibt es bei den Unterarmen. Aber in der Fantasie legt er die Ellenbogen aufeinander und spürt da die Arme. Und dann lasst er los und geht zum letzten Mal. Und jetzt kommt was, das geht nicht mehr. Aber ihr könnt euch vorstellen, eure Arme sind ganz große Oberarme. Und jetzt legt er die aufeinander, egal wo. Und habt das Gefühl, die Oberarme sind jetzt aufeinanderliegend. Und meine zwei Arme sind einfach zwei riesengroße Oberarme. Dann lasst ein bisschen los. Und dann wendet er die Hände und tut sie langsam wenden, dass sie nach außen schauen. So, wirklich eine Schutzhülle und macht das langsam auf. Und dann, da soll alles draußen bleiben. Und dann als nächster Schritt wendet er nochmal die Hände und dann macht er eine offene Geste. Das ist dann ein A. Und dann loslassen, zu euch zurückkommen und loslassen. Ich war jetzt gerade ein bisschen orientiert, weil manchmal mache ich eine B-Gebärde, bevor ich das Wenden mache, und man kann sie weglassen. Ich schaue jetzt gerade mal, wie es beim Tun dann geschieht. Also, jetzt gehen wir nochmal da durch. Und das Erste ist wie ein immer dichter werden. Und da heißt es die äußere Hülle meiner Aura. Und deswegen kreuzen wir mit gestreckten Händen mal so weit draußen wie möglich. Ah, da, diese verdichte sich zu einem undurchdringlichen Gefäß. Und jetzt lasst ihr diese Hände überkreuzen. Stellt euch das Märchen von Dornröschen vor. Jedes Mal ist es ein bisschen näher, wie diese Dornenhecke langsam zuwächst. Und dann noch ein bisschen näher. Und dann kreuzen am Schluss die Oberarme. Sei ganz dicht. Und dann wendet ihr die Hände und tut dann so ganz langsam, sie wenden sie gegenüber allen unreinen Gedanken und Empfindungen. Und jetzt öffnet ihr das und jetzt ist die Übung zu merken, da draußen zu sein. Da sind die unreinen Gedanken und Empfindungen und ich spüre die draußen. Ich kann bei mir sein, aber ich spüre, das, was angreift, ist im Umkreis. Und da darf es, ist nicht toll, dass es da ist, aber da ist sein Platz. Und die Übung ist auch, wie groß muss ich machen oder nicht, dass der Reißverschluss noch dicht ist, der da hält. Und dann kommt diese Sache mit der Wendekraft, sie öffnen sich nur. Und dann heißt es der göttlichen Weisheit,
Und wir nehmen jetzt die Weisheit nicht irgendwo als, ah, das sagt mir jemand, was weiß es aus der geistigen Welt, sondern irgendwo ist hinter allem, in allem Weisheit verborgen und die möchte ich wahrnehmen können. Und dann kommt er wieder zu euch zurück, atmet und lasst los. Und jetzt, wenn wir also jetzt das Heranweben machen, wir machen es noch ungefähr zweimal, dann kann ich noch ein paar Gesichtspunkte geben, dann kann man spüren, dass man ja, wenn man was dicht haben will, eine Jacke, die hat immer mehrere Schichten. Es ist also jetzt dieses Herankommen, geht nicht immer näher, sondern ihr fangt wieder bei euch an, ihr greift so weit raus wie möglich und das berührt sich. Und alles, was wir nachher machen, geschieht da draußen. Wir spüren es nur immer dichter werden, ja? Die äußere Hülle meiner Aura, um die geht's. Und jetzt verdichte sich. Und jetzt gehen wir zu den Handgelenken. Und dann gehen wir, öffnen wir wieder und gehen zum Unterarm. Zu einem undurchdringlichen Gefäß. Das erleben wir hier. Und jetzt gehen wir wieder weiter zu den Ellenbogen. Jetzt wird's wirklich undurchdringlich. Und dann noch weiter und jetzt in der Fantasie riesige Oberarme. Und jetzt spürt, das ist undurchdringlich. Aber spürt, das ist da draußen, wo sich vorher die Finger gekreuzt haben. Aber die Kraft, die spüre ich hier, aber die ist draußen. Und jetzt kommt die Quint, die Wendekraft, geht in die Hände. Jetzt kommt die Wendekraft in den Händen. Gegenüber allen Unreinen und Unlauteren, die wollen wir nicht. Und jetzt gibt es zwei Ebenen, die uns angreifen. Gedanken, das ist mehr da oben. Und Empfindungen, das ist das, wie Leute aus dem, die mögen mich einfach nicht oder so. Ja, oder die handeln irgendwie. Ja, und beide Sachen halte ich draußen. Und beide versuche ich draußen zu spüren, wirklich spüren, als sind sie draußen. Und wenn jetzt wieder die Wendekraft kommt, wieder die Quint vom Anfang, geht ganz in die Hände, das ist wie ein Schlüssel. Und jetzt dreht er den und der Schutz bleibt, es geht nichts weg. Aber ihr wollt quasi, ihr sucht wie Poren, sodass ihr durch die Schutzmauer wie Poren habt, wo jetzt die göttliche Weisheit, sie öffnet sich nur der göttlichen Weisheit herein kann, aber alles andere bleibt draußen. Das habt ihr mit der Wendekraft erreicht und dann macht ihr einen Schritt da rein, um zu spüren, dass die göttliche Weisheit, die ihr hinter den Dingen, die aus all dem, was schlecht ist oder schwierig ist, doch noch was Gutes machen kann, dass die ja auch in euch ist. Und wenn ihr das spürt, das habe ich ja auch in mir, das Gleiche, dann müsst ihr nur die Hände loslassen, weil die gehen ja immer dorthin, wo ihr gerade angekommen seid. Bei euch. Und dann könnt ihr loslassen. Ja, also die ganze Meditation führt zu uns selbst, bei dem sie öffnet sich nur der göttlichen Weisheit. Macht man sie noch einmal. Und nehmen jetzt noch dazu den Gedanken, wenn sich die Hände berühren, wie klingt das? Und nehmen wir noch dazu, dass alles, was wir getan haben, bleibt. Jede Berührung, jede Gebärde, wenn wir uns geöffnet haben, die undurchdringliche Hülle ist da und schützt uns. Und wir können aber für diese andere Ebene offen sein und das wollen wir ja. Im Herz fängt es an. Ich spüre mein großes Herz. Ich taste mich an die äußere Hülle meiner Aura. Die Finger berühren sich und ich frage mich, wie klingt das?
Die äußere Hülle meiner Aura verdichte sich. Die Handgelenke. Eh, wie klingt das hier? Anders. Zu einem undurchdringlichen Gefäß. Die Unterarme. Aneinander ruhen. Wie klingt das hier? Loslassen. Die Ellenbogen. Wie klingt das? Und spürt, wie dieses Gewebe die Schichten immer dichter wird. Die Oberarme. Wie klingt das? Gegenüber jetzt Spannung in den Händen, allen unreinen, unlauteren. Und jetzt die eine Hand nach oben, Gedanken, egal welche. Und Empfindungen, aber der Reißverschluss spüren, es ist nicht auseinander. Und dann nehmt euch Zeit, das draußen zu halten und draußen zu spüren. Und nur dadurch spürt ihr auch euren Innenraum. Und jetzt nochmal in diese Hände, zum zweiten Mal die Wendekraft, aber wir wollen doch durch. Und die Hülle bleibt, die Hände wenden, sie finden den Weg, die Poren. Und dann streckt er dem die Arme entgegen. Sie öffnen sich nur der göttlichen Weisheit. Und versucht ihr zu erspüren. Und dann erlaubt euch, wagt diesen Schritt da rein. Und merkt, wie das Innere das kann. Da ist es auch. Ankommen, loslassen, atmen, hinsetzen und nachlauschen. Spürt, wie euch das tut. Ihr habt es zum ersten Mal mit mir jetzt in dieser Form gemacht. Den Text kannten vielleicht manche. Wir versuchen es ein bisschen, die Poren ins Erleben unserer Zellen zu bekommen. Und wir spüren, das wollen wir ja eigentlich. Und wir können das auch aufbauen, dass es möglich ist. Und hier ist halt die Idee, das nicht nur als Rhythmieübung zu nehmen, sondern das als Thema dieser Woche der Notwendigkeit, sich abzugrenzen und der Notwendigkeit, offen zu sein und die verschiedenen Arten von Kräften, die es braucht, zu spüren und dass der Schutz kommt, dass diese Hülle gebaut wird und dass die Wendekraft die bin ich, die beides möglich macht, den Schutz und die Öffnung.